Hallo Leute, Darzans 005 hier mit Let's Play Alone Cold Winter, einem Epic Game Maker Spiel von Biohazard. Ja, wir sind hier bei Biohaze Industries, aktuell im Gebäude drin, und haben, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, eigentlich beim letzten Mal eigentlich alles noch mit dabei erledigt. Jetzt will ich bloß mal schauen, wie viel Munition ich noch habe. Munition 30, okay, gut, alles klar. So, wir schauen uns noch mal ganz kurz um. Aber nach meinem letzten Stand müssten wir eigentlich soweit alles haben, ne? Weil ich glaube, ich habe das letzte Mal alles erledigt und hatte dann gespeichert. Ja, richtig, richtig, richtig. Okay, alles klar. Gut. Wir brauchen jetzt, glaube ich, den Wartungsaufzug, ne? Weil wir haben da drüben alles erledigt. Genau, wir müssen jetzt nach hier drüben. Und into the Wartungsaufzug. Genau, hier war ich auch schon, ne? Ja, das war das. Und hier müssten wir auch schon drin gewesen sein. Ja, genau, das waren die Büros. Okay, gut, nee, dann dürften wir alles haben. Ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Ah ja, das war abgeschlossen, alles klar. So, hier kamen wir nicht hoch. Bauwerkzeuge, genau. Okay, der Aufzug wurde entriegelt. So, dann rein da. Ah ja. Bitte Ebene wählen. Kanal. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt, ja, wir kommen jetzt, glaube ich, in der Kanalisation raus. Ah ja. Und da könnte man jetzt theoretisch sogar noch mal raus und könnte sich hier noch weiter umgucken. Allerdings brauchen wir das eigentlich nicht. Wir haben soweit, glaube ich, alles erledigt. Daher, ja. So, machen wir noch mal Büros. Komisch auch, warum das nicht angegeben ist mit Erdgeschoss, erstes OG, sondern naja, das sind die Büros, alles klar. So, dann hatten wir hier noch die Aussicht. Und dann noch das Dach. Und Agent Red sagte ja, dass wir auf dem Dach unser blaues Wunder erleben werden. Deswegen, ja, da kann man auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr gespannt sein, würde ich sagen. Aber wir gucken uns erst noch mal ein bisschen um. Vielleicht ist hier Geld im Mülleimer. Ah! What? Was ist jetzt los? Hallo? Hm. Das war äußerst interessant. Okay. Hier liegt was. Pistolenkugeln. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, ansonsten nicht besonders ereignisreich, wie mir scheint. Nein. Okay, dann werden wir aufs Dach gehen. Vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz mich heilen. Wir haben noch, halt stopp, Heilsprays. Ja, sind wir wieder voll geheilt. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt aufs Dach. Gut. Ja. Hier liegt noch mal Zeug, was nichts Gutes zu heißen hat. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Und Pistolenkugeln. Natürlich ein Speicherpunkt. Jo. So, ja. Was könnte nur hier passieren, wenn hier so viel Zeug rumliegt? Wir werden es gleich erleben. Ah ja. Da ist auf jeden Fall ein Hubschrauber und Agent Red. Und da steht Biohaze. Na gut, dann schauen wir mal hier drauf. Sequenz. Hier ist Agent Red. Autorisation 1923. Wir haben die verlorene Probe zurückbekommen und sind zum Standort 12 zurückgekehrt. Wir beginnen jetzt damit, die Daten über die Tests an den Arbeitern auf der Baustelle zu sammeln. Okay, das Spielchen ist vorbei. Hände hoch. Herr Conan, da sind Sie ja. Hören Sie auf mit der Scheiße. Auf dem Weg hierher sah ich echt krasse Sachen. Und jetzt will ich ein paar Antworten. Ja, wie ich hörte,
haben Sie es durch unser Testgelände geschafft. Gratuliere, hier ist Ihr Preis. Oh. Sarah! Du kennst sie, richtig? Woher wusstet ihr von ihr? Lass sie sofort gehen! Eigentlich sollte sie unsere Versicherung sein, falls sie ihre Nase weit in unsere Angelegenheiten stecken. Aber es sieht so aus, als seien sie weitaus penetranter, als wir angenommen hatten. Alle ist Biohaze für all das verantwortlich. Okay, also soll das wahrscheinlich heißen. Gut, jedenfalls ist hier Schluss. Hände hoch sofort. Halt! Scheiße. Motelschlüssel halten. Kann man jetzt eigentlich gehen? Leo, hilf mir! Nein, man kann nicht gehen. Das dachte ich mir fast. Okay, Motelschlüssel, na gut. So. Leo, was geschieht hier? Was hat das alles zu bedeuten? Ich fühle mich so komisch. Oh boy. Was haben die mit mir gemacht? Es wird alles wieder gut, keine Angst. Diese fürchterlichen Leute. Sie haben Tom getötet. Was? Er wollte uns nur beschützen, als sie kamen. Leo, sie haben Ben auch mitgenommen. Oh nein. Stimmt, Ben war sein Sohn. Tom war, glaube ich, dann der neue Mann oder Freund von Sarah. Keine Sorge, Sarah. Ich hole ihn zurück. Jetzt befreien wir dich erstmal von diesem Seil. Sie hat rote Augen. Sarah? Roar. Sarah, was ist los mit dir? Okay. Man könnte meinen, dass das nicht besonders gut ist. Nein, Sarah, das kann nicht sein. Halt, warte, Sarah. Ich will dir nicht wehtun. Ich kann es nicht tun. Verdammte Scheiße, gibt's keinen anderen Weg? Nein. Alter Falter. Stimmt, das war die Action. Oh Gott. So, ich sollte mich vielleicht so bewegen. Oder auch nicht. Stimmt, ich muss das Ganze so machen. Das ist gar nicht mal so leicht. Oh, der Kampf hier. Nein, das war falscher Knopf. Ja, ich muss mich erst hier mal wieder ganz kurz an die Steuerung gewöhnen. Dann dürfte es grundsätzlich eigentlich hinhauen. Nein. Ach, verdammt. Ach. Okay. Yay. Naja, das ging. War machbar, der Kampf. Was habe ich nur getan? Was haben die mit ihr gemacht, bitte? Das muss alles ein schlimmer Traum sein. Wie konnten sie Sarah als Geisel nehmen? Alles nur damit ich mich raushalte? Sarah, es tut mir so leid. Das war mal eine Ansage. Ben, egal wohin sie dich gebracht haben, ich hole dich zurück. Du bist alles, was mir noch geblieben ist. Und diese Typen, ich finde raus, wer hinter all dem steckt und mach sie alle fertig. Ja, das könnte sogar... Okay, das sieht äußerst interessant aus, weil der Körper von ihr in diesem Licht liegt. Warum Sarah? Sie hatte nichts mit all dem zu tun. Ja, es kann schon sein, aber das interessiert natürlich mal wieder niemanden, ne? So. Düstere Nacht, erfolgreich geschaltet. Alles klar. So. Das ist geil. Alles klar. Gut, 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 gut. Dann werden wir hier wieder verschwinden müssen, ne? So ein Mist.
Mist, du. Unglaublich, aber wahr. Alles klar. Ja, ich weiß, dass der Aufzug entwickelt wurde, ist alles logisch. So. Ein Schlüssel zum Hotel am Rande der Stadt. Ich frage mich, ob Agent Red ihn absichtlich fallen gelassen hat. Naja, ich habe keine Wahl. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich hoffe, dort finde ich irgendeine Information, die mir hilft, Ben zu finden. So, jetzt können wir theoretisch auch nochmal in Aussicht und Büros. Wir können nochmal kurz reingucken, aber ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt noch irgendwas liegt. Wahrscheinlich eher nicht. Nö. War fast klar. So, und über die Baustelle zurück ist es auch Quatsch. Das heißt, wir gehen über den Kanal hier aus dem ganzen Ding raus. Okay. Meine Güte, Biohaze Industries. Solche verdammten Arschlöcher. Was anderes fällt einem dazu echt nicht mehr ein. Unglaublich, unglaublich. So, sind wir auf jeden Fall jetzt mal wieder draußen. Jetzt will ich mal schnell was schauen. Wir haben jetzt an Gegenständen noch Ermittlungsnotizen, Geldbörse, Mitgliedskarte und den Schlüssel. Genau. Hatten wir, Moment, was ist denn das hier? Weiß man nicht so genau. Egal. Halt, stopp. Blacktail-Objekte. Achso, das war der Edelstein. Genau, die Erfolge haben wir freigeschaltet. Okay, also das ist alles freigeschaltet und das kommt quasi noch. Zählt ihr mindestens 20 Gegner mit dem Blacktail, 20 Gegner mit dem Gewehr. Okay. Das sind aber alles Sachen, die anscheinend später noch kommen. Geheimer Erfolg. Alles klar. Gut. Okay, gut, dann werden wir. Oh ja, Handy. Die Nummer ist unterdrückt. Leo Conan? Herr Conan, wenn das keine Überraschung ist. Also haben Sie überlebt. Du, ihr verdammten Schweine, was habt ihr mit Sarah gemacht? Wir? Sind Sie nicht derjenige, der sie getötet hat? Schnauze, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Ihr werdet schon sehen. Na, na, Herr Conan, verlieren Sie nicht die Beherrschung. Denken Sie daran, wir haben immer noch Ihren Sohn. Ben, ich schwöre, falls ihr ihm irgendetwas angetan habt, werde ich... Nein, Sie werden gar nichts tun. Das ist Ihre letzte Warnung. Hören Sie auf, oder Sie werden Ihren Sohn niemals wiedersehen. Oh, und noch etwas. Es sollte selbstverständlich sein, aber wagen Sie es nicht, mit Ihren Freunden von der Polizei zu reden. Wir werden es erfahren. Wir sind überall. Naja. Biohaze ist übermächtig. Ich merke schon, in dieser schönen Stadt namens Wien. Sie hat aufgelegt. Verdammt. Gut. Wir können jetzt theoretisch, ne? Ne, warte mal, wo war das Polizeirevier schnell nochmal? Das war, glaube ich, hier weiter im Westen, ne? Halt. Da können wir nochmal ganz kurz vorbeischauen, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass man jetzt hier noch großartig was machen kann. Denn wir müssen, glaube ich, jetzt tatsächlich in den Osten zum Motel. So, aber hier war... Ja, genau. Ich kann hier nicht reingehen. Ich habe die Probe verloren und kurz, weil wir... Oh, okay. Ja, gut. Ein Versuch war es ja wert. Gut, das bedeutet... Ich gehe jetzt mal... in den Osten von Wien. Und da können wir noch mal kurz mit Kolb reden und dann werden wir uns mal... Oh, im Biodom ist anscheinend nichts mehr los. Stellen Sie sie an. Nein. Erstens haben wir eine Karte und zweitens mal ist hier nichts los. Aber gut. Suchen die nicht immer noch? Müssen wir denn wieder zu schätzen?
Ah ja, stimmt, die haben irgendwas gesucht. Ich erinnere mich. Hey Conan, wie läuft's bei dir? Sorry, ich kann jetzt nicht darüber sprechen. Das muss ich allein machen. Bist du sicher, dass du keine Hilfe willst? Ja, vielleicht muss ich auch die Stadt für ein paar Tage verlassen. Aber mach dir keine Sorgen. Hm, okay Conan, aber versprich mir, dass du vorsichtig bist. Alles klar, bis später. Warum ist Liu so dämlich und will alles immer auf eigene Kappe machen? Ich habe keine Ahnung. Naja. Gut, das wäre unsere Wohnung. Da wollen wir aber eigentlich auch nicht hin. Ich glaube, wir müssen hier hin tatsächlich. Genau. Jetzt kann man nämlich hier weiter gehen. So, dieser Tunnel führt aus der Stadt raus. Ich sollte nicht zu Fuß weitergehen. Okay, hier haben wir Behindertenparkplätze. Da steht ein Typ. Oh, Entschuldigung, Sie haben mich erschreckt. Alles in Ordnung? Ich erhielt einen Brief. Auf dem Umschlag stand der Name Mary, der Name meiner Frau. Das ist lächerlich, das könnte unmöglich wahr sein. Das ist, was ich mir die ganze Zeit einrede. Warum? Tote Menschen können keine Briefe schreiben. Mary starb vor 3 Jahren an einer Krankheit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich wäre jetzt gern allein. Verständlicherweise, ne? Jo. Was haben wir denn da? Hier ist ein Taxifahrer. Okay. Gut, ansonsten... Schneit ist mal wieder sehr schön. Hier kann man rein. Oh ja, das sieht nach öffentlichen Toiletten aus. Die ziemlich eklig muffen anscheinend. Abgeschlossen. Die Tür rührt sich nicht und lässt sich nicht öffnen. Gut. Ja, wir wollen da eigentlich auch gar nicht rein. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Ah ja, hier ist mal wieder die Map zum Schnellreise. Genau, Bergpark, Taborstraße. Ah, es ist eigentlich schön gemacht, muss man sagen. Taborstraße, Power Game Laden und dann später Bridge. Ja gut, und hier sind wir ja. Ja, nicht auf Nein drücken, ihr wisst ja, wie es läuft, sonst backt das Spiel. Diese Straße führt aus der Stadt raus. Ich sollte nicht zu Fuß weitergehen. Okay. Dann müssen wir hier Taxi fahren, würde ich sagen. Entschuldigung, ich hätte gerne eine Fahrt zum Motel am Rande der Stadt. Oh, klar doch, ist mir eine Freude, aber... Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich bitte Sie, es ist wirklich wichtig. Können Sie keine Ausnahme für mich machen? Ich sag dir was, ich verzichte auf meine Pause für ein kleines extra Trinkgeld. Wie viel verlangen Sie? Wie wär's mit 30 Euro? In Ordnung. Wir haben, glaube ich, über 100, ne? Alles klar. Wohin wolltest du nochmal? Zum Hotel vor der Stadt. Okay, dann mal los. Alter Falter, ist der langsam. Und fett. Gut. Und dann geht's los. Sehr schöne Autoanimation. Nach einiger Zeit näherte sich das Taxi seinem Ziel und die Sonne ging auf. Scheint doch etwas weiter zu sein, wie gedacht, ne? Wir sind da und jetzt raus. Pump. Gut, da sind wir. Ich glaube tatsächlich, dass hier gar nicht mal so viel los war. Und man konnte, glaube ich, sogar auch nicht zurück. Ne? Ich habe mich noch nicht genug im Hotel umgesehen. Ich sollte noch nicht gehen. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir müssen schauen, gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. Was zum... Dort ist ein riesiges dunkles Loch in der Straße. Wo ist das Taxi, das mich hierher gebracht hat? Ja. Dort ist ein riesig dunkles Loch in der Straße. Kein Zeichen von dem Taxi weit und breit. Tja. Ist mal wieder ganz komisch, ne? Oh Mann. Sie ist verschlossen. Da kommen wir, glaube ich, später sogar noch rein.
wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, also das Spiel ist sehr schön, obwohl es wirklich nur eine Demo ist. Bates Motel. Es ist wirklich sehr, sehr schön, muss man sagen. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Es stinkt widerlich. Okay. Schade. Schade, 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 schade. Verschlossen. Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht sehr staubig da drin aus. Na gut. Okay, dann würde ich aber sagen, wir schauen erst ins Motel beim nächsten Mal rein. In diesem Sinne bin ich da an 2105. Bis dann und ciao, ciao.